Der Eispalast der Donna Kenina. Ein Märchen aus den Dolomiten. Als Tian Bolpin aus dem Schloss vertrieben worden war, irrte er lange herum und kam schließlich zu einer alten Bäuerin, die ihn aufnahm und pflegte. Im nächsten Jahr konnte sie ihn schon als Ziegenhirten gebrauchen, und so ging nun Tian Bolpin jeden Tag mit seinen Ziegen in den Wald. Tian Bolpin wuchs heran und wurde groß und stark. Er kletterte auch gut und holte manche Ziege, die sich verstiegen hatte, ohne Scheu von den Felsen herunter. Nach einiger Zeit geschah es, dass man einen Schafhirten benötigte, und wie ehedem sein Vater, so wurde nun Tian Bolpin für diesen Dienst bestellt. Heuer führen wir die Schafe unter den Sass de Selai und in das Lastis-Tal. Der Schnee ist schon weggeschmolzen. Geh hinauf und schau dir das Gebiet gut an. Dann komm wieder zu mir und ich werde dich anstellen. Am nächsten Morgen wanderte Tian Bolpin längs des Antamont-Baches bergauf und hielt eine kurze Rast in Mortiz, wo er Freunde hatte. Dann ging er weiter bis zum Waldrand, über welchem die furchtbaren Wände des Sass de Salé senkrecht in den Himmel starrten. Tian Bolpin schaute eine Zeit lang zu diesen Felsen hinauf. Mitten in der riesigen Wand war ein Vidor, ein kleiner, gartenähnlicher Anger, der ganz unzugänglich zu sein schien. Plötzlich zeigte sich auf dem Anger ein blau gekleidetes Mädchen. Es trug einen Haufen Wäsche und breitete die einzelnen Stücke auf dem Gras aus. Dann verschwand es wieder. Offenbar war es durch eine Kluft in den Berg zurückgekehrt. Tian Bolpin hatte diesen Vorgang mit außerordentlicher Spannung beobachtet. Nun erfasste ihn ein unbezwingbares Verlangen, jene Behausung in den Felsen zu besuchen und ihre Bewohner kennenzulernen. Er machte sich sofort ans Werk, und nach 7-stündiger, äußerst schwieriger Kletterei hatte er den Rand des Angers erreicht. Da bemerkte er mit Staunen, dass der Anger viel größer und schöner war, als man von unten zu ahnen vermochte. Mehrere Gänge mit kunstvoll gewölbten Toren führten in den Berg hinein. Ein ganzer Palast schien sich da zu verbergen. Und das alles hing in schwindelnder Höhe an der ungeheuren, senkrechten Wand. Während Tian Bolpin so herumschaute, war auf einmal wieder das blau gekleidete Mädchen da. Es schien sehr verwundert zu sein und fragte ihn, wie er denn da heraufgekommen sei und was er da mache. Ich bin an den Felsen heraufgeklettert, versetzte Tian Bolpin, und es freut mich sehr, eure Behausung gesehen zu haben, denn ich finde sie ausnehmend schön. Das Mädchen wollte nun wissen, was er für ein Mensch sei. Ich bin ein Hirte, entgegnete Tian Bolpin. Lasst eure Hand anschauen, sagte sie. Er hielt ihr die rechte hin. Sie nahm sie und betrachtete sie genau. Dabei schien sie in großes Erstaunen zu geraten. Noch nie habe ich eine Hand gesehen wie die eure, bemerkte sie. Und sie deutete auf seine Handfläche, wobei sie weiterredete. Diese Hand ist voller Gegensätze. Hier habt ihr eine Fuchslinie und hier eine Hundelinie. Hier habt ihr aber auch eine Prinzenlinie und hier, sie stockte einen Augenblick vor Überraschung, hier habt ihr gar eine Sonnenlinie. Ihr ahnt es nicht, was ihr für ein Glückskind seid. Gleich werde ich Donna Kenina rufen. Wer ist Donna Kenina? Fragte Tian Bolpin. Donna Kenina ist die Herrin dieses Palastes und des ganzen Berges, entgegnete das Mädchen. Sie will niemanden sehen, doch sagte sie, ich soll sie rufen, wenn einmal ein Mann käme, der die Sonnenlinie trüge. Denn der Mann mit der Sonnenlinie sei ihr zum Gemahl bestimmt. Darüber geriet Tian Bolpin nun in sichtliche Verwunderung. Das Mädchen bemerkte es und fuhr fort. Ihr werdet euch noch viel mehr wundern, wenn ihr es Donna Kenina vor euch erblickt.
denn es ist die schönste Frau weit und breit durch viele Länder.« Nun entfernte sich das Mädchen, um die Herrin zu rufen. Als diese aber erschien, verschlug es dem Hirten die Rede. So unvergleichlich und überwältigend war der Anblick von Donna Kenina. Sie lächelte, als sie die Verlegenheit von Tjan Bolpin erkannte. Zugleich gab sie ihm die Hand, führte ihn in den Palast und lud ihn ein, da zu bleiben. In dem Palast von Donna Kenina waren viele Merkwürdigkeiten zu sehen. Am seltsamsten, aber auch am schönsten, erschienen Tjan Bolpin die großen silbernen Behälter, die überall herumstanden und mit Erde gefüllt waren. Aus diesen Behältern sprossen Blumen von einer Größe und Farbenpracht, wie sie Tjan Bolpin noch nirgends kennengelernt hatte. Sonderbar waren auch die vielen runden Öffnungen in den Zimmerdecken und Gewölben, die gar keinen Sinn und Zweck zu haben schienen. Jedenfalls vermochte Tjan Bolpin nicht zu erkennen, wozu diese Öffnungen dienen sollten. Schaute man durch eine solche Öffnung in die Höhe, so erblickte man ganz oben am Gipfel des Berges die vereisten Felsen und darüber den blauen Himmel. Tjan Bolpin dachte, wenn sich einmal Wind erhöbe, würde er durch den ganzen Palast hindurchwehen wie durch einen Rauchfang. Aber seltsamerweise war es immer windstill. Eines Tages dann wurde die Hochzeit von Tjan Bolpin und Donna Kenina gefeiert. »Wenn es meine Bekannten wüssten«, dachte Tjan Bolpin, »wie würden sie mich beneiden?« In der Folgezeit saß er oft stundenlang draußen auf dem Anger und schaute hinunter in das waldverdunkelte Tal von Mortiz und auf die grüne Flur von Kanazai. Eine unklare Erinnerung war ihm auch an die Zeit der Gefangenschaft im Hundezwinger und an den Tod seiner Mutter geblieben. Nun fühlte er sich dem Elend entronnen und pries den Tag, an dem er den Weg zu Donna Kenina gefunden hatte. So lebte er lange herrlich und in Freuden. Eines Nachts hatte Tjan Bolpin einen sonderbaren Traum. Er glaubte, von einer Lawine erdrückt zu werden. Plötzlich teilte sich die Lawine. Donna Kenina stand vor ihm und zog ihn an der Hand aus dem Schnee. Der Schnee aber bedeckte sich alsbald mit den herrlichsten Blumen, ähnlich jenen, die aus den silbernen Behältern wuchsen. Am Morgen erzählte Tjan Bolpin diesen Traum seiner Gattin, und weil er wusste, dass sie sehr verständig war, so meinte er, sie könne vielleicht den Sinn des Traumes deuten. Aber Donna Kenina erwiderte schnell mit einem gewissen Unmut: »Du warst so leicht zugedeckt und hast gefroren. Das darf nicht wieder geschehen, sonst wirst du krank.« Es dauerte nicht lange, da hatte Tjan Bolpin wieder einen ähnlichen Traum von Schnee und Kälte, und es fror ihn derartig, dass er erwachte. Der Vollmond erhellte das Gemach, und in diesem Licht sah nun Tjan Bolpin etwas ganz Merkwürdiges. Das Bett, in dem er lag, und ebenso jenes seiner Frau, bestand aus frischem, kalten Schnee. Tjan Bolpin betastete, nicht ohne ein gewisses Grauen, den frostigen Schneehaufen und wollte herausfahren. Aber plötzlich erwachte auch Donna Kenina, hielt ihm schleunigst eine Hand vor die Augen und sagte: »Schlaf, Männchen, schlaf!« Augenblicklich sank er zurück und verfiel in einen tiefen, bleiernen Schlaf. Es war schon sonnenheller Morgen, als Tjan Bolpin wieder wach wurde. Sofort begann er mit seiner Gattin über den nächtlichen Vorfall zu sprechen. Aber Donna Kenina lachte ihn aus und wollte ihn glauben machen, dass er das alles nur geträumt habe. Da ahnte Tjan Bolpin, es müsse in dem Palast von Donna Kenina allerlei Geheimnisse geben, die sie ihm zu verbergen trachte. Und er nahm sich vor, künftig nichts mehr zu sagen, sondern nur zu beobachten
und sich selbst seine Gedanken zu machen. Darüber verstrich geraume Zeit. Aber in einer Vollmondnacht kam die furchtbare Kälte wieder. Tian Bolpin erwachte und fand sich abermals in einem Schneehaufen. Diesmal versuchte er leise herauszukriechen. Dabei schaute er in dem Gemache umher und bemerkte, dass auch die großen silbernen Blumenbehälter mit Eis und Schnee gefüllt waren. Plötzlich erhob sich ein mächtiges Brausen, das immer mehr anschwoll und den ganzen Palast erzittern ließ. Doch da erwachte auch Donna Kenina und wiederum sprach sie dieselben Worte und wiederum fühlte sich Tian Bolpin von schwerem Schlaf überwältigt. Am nächsten Morgen aber zeigte sich alles unverändert. Das Gemach war ruhig und warm, und in den silbernen Behältern blühten die schönen bunten Blumen. Tian Bolpin sagte kein Wort, doch er fühlte sich seit jener Zeit in dem prunkvollen Palast nicht mehr recht wohl. So kam es, dass Erinnerungen und Wünsche in ihm auflebten, an die er schon lange nicht gedacht hatte. An einem schönen Abend, als drüben auf der Boudoirwand die letzten Lichter lohten, sagte Tian Bolpin zu seiner Gattin, dass er gerne wieder einmal nach Motiz und Canasei hinabgehen möchte, um seine Freunde zu besuchen. Donna Kenina schien davon sehr peinlich überrascht zu sein, und sie bemühte sich alsbald, ihm diesen Gedanken auszureden. Das gelang ihr auch anfangs. Aber Tian Bolpin kam wieder darauf zurück. Als Donna Kenina eingesehen hatte, dass sie ihn ziehen lassen müsse, da ergriff sie seine Hand und sprach zu ihm. »Ich weiß schon, warum du verstimmt bist. Es missfällt dir, dass ich dir keinen Aufschluss über die Geheimnisse gebe, die du hier bemerkt hast. Aber glaub mir, wenn ich dich im Unklaren ließ, so geschah es nur aus Liebe zu dir. Die Geheimnisse in meinem Hause hier sind sehr einfacher Art. Ich aber freute mich so sehr über dein Staunen und über deine Unbefangenheit. Weißt du erst einmal, wie selbstverständlich diese vermeintlichen Geheimnisse sind, so wirst du dich ernüchtert fühlen, und davor wollte ich dich bewahren. Was nun deinen Gang ins Tal anbetrifft, so lasse ich dich gehen, wenn du durchaus willst. Ich muss dir aber sagen, dass du wenig Freude daran haben wirst, denn deine Altersgenossen sind längst alle tot. Tian Bolpin machte ein erschrecktes Gesicht und Donna Kenina fuhr fort. »Sie alle sind tot, Tian Bolpin, denn du bist schon viel länger hier bei mir, als du denkst.« Da bemerkte Tian Bolpin, »Ich kam zu Beginn des Sommers und es ist noch immer Sommer, also kann ich höchstens 2 Monate lang hier sein.« »Du irrst dich, mein Lieber«, versetzte Donna Kenina. Denn jede Nacht, die du hier verbracht hast, zählt für 1 Jahr. Wir schlafen stets 9 Monate lang und sind nur im Sommer wach. Darum scheint es dir immer Sommer zu sein. Tian Bolpin erstaunte und dachte an den Schnee, den er nachts gesehen hatte. Er bat aber Donna Kenina, ihn dennoch den Gang ins Tal machen zu lassen. »Geh nur«, sagte sie, »wenn du so großes Verlangen danach hast, und nimm diesen Ring mit dir.« Sie gab ihm einen Ring und bemerkte noch, »sollte dich irgendein Zauber bedrohen, oder solltest du den Weg zu mir nicht zurückfinden können, so wirf diesen Ring in die Luft, und ich werde sofort an deiner Seite sein.« Mit diesen Worten entließ sie ihn. Als Tian Bolpin ins Tal kam, wurde ihm bald klar, dass Donna Kenina die volle Wahrheit gesprochen hatte. Viele Veränderungen zeigten sich, neue Häuser waren entstanden. Von seinen Freunden konnte er nicht einen einzigen mehr finden, und die Lebenden, die kannten ihn nicht.
Nur ein Großmütterchen sagte, sie habe in ihrer Jugend wiederholt von alten Erzählen gehört. Ein Hirte namens Tjan Bolpin sei einst im Frühsommer auf den Berg hinaufgegangen und nie wieder zurückgekehrt. Man habe ihn auch gesucht, aber ganz vergeblich. Das war die einzige Erinnerung, die sich erhalten hatte. Tjan Bolpin fühlte sich als Fremdling und er sah ein, dass es für ihn das Beste wäre, unverzüglich zu Donna Kenina zurückzukehren. Er machte sich daher auf den Weg nach Mortiz. Es war aber gerade Feiertag und so hatten sich in Mortiz viele junge Leute zusammengefunden. Meist Mäher und Recherinnen, die auf den benachbarten Bergwiesen die Heuarbeit erledigten. Als sie Tjan Bolpin vorübergehen sahen, riefen sie ihm zu, er möge doch zu ihnen kommen und in ihrer Gesellschaft den Nachmittag verbringen. Tjan Bolpin tat das und unterhielt sich mit ihnen einige Stunden lang. Es entstand um ihn herum ein Kreis von jungen Männern und sie fingen an, von schönen Frauen zu sprechen. Wer aber eine Braut hatte oder jung verheiratet war, der behauptete, seine Auserwählte sei die schönste im ganzen Tal. Darüber kam es zu einem lebhaften Meinungsaustausch. Einige schlugen vor, man solle doch einen Schönheitswettbewerb veranstalten, nämlich die Bräute und jungen Frauen herbeirufen und dann entscheiden, welche die schönste sei. Und schon fingen andere an, Wetten abzuschließen. Tjan Bolpin hatte eine Zeit lang schweigend zugehört, nun aber wollte er sich entfernen. Da fasste ihn einer am Arm und meinte, er solle doch bleiben und mitwetten. Als er sah, dass Tjan Bolpin nicht mochte, frug er ihn, ob er keine Braut habe. Auf Tjan Bolpins Antwort, dass er längst verheiratet sei, entstand Verwunderung. »So jung und schon verheiratet«, hieß es. Man wollte wissen, wo er seine Frau habe. »Oben auf dem Berg«, erwiderte Tjan Bolpin, und er wies hinauf zum Sas des Allee. »So hole sie doch«, riefen mehrere. »Nein, nein, das tue ich nicht«, versetzte Tjan Bolpin. Da sprach plötzlich jemand im Hintergrund mit höhnischer Stimme, »Haha, er wird schon wissen, warum.« Ob dieser boshaften Bemerkung lachten alle ringsumher. Tjan Bolpin aber machte eine abweisende Bewegung und sagte mit Geringschätzung, »Ihr Armseligen, seid froh, wenn meine Frau nicht kommt, denn da wären eure Wetten ohne Ausnahme verunglückt.« Diese Worte riefen allgemeine Empörung hervor, besonders bei den anwesenden Mädchen. Man schrie durcheinander, nannte Tjan Bolpin einen unverschämten Prahlhans und reizte ihn so lange, bis er seine anfängliche Ruhe verlor. So kam es, dass er plötzlich den Ring vom Finger zog und in die Luft warf. Die Wirkung war verblüffend. Denn augenblicklich stand Donna Kenina in ihrer strahlenden Schönheit an seiner Seite. Alle starrten sie an, alle vergaßen ihre Wetten und alle verstummten. Donna Kenina aber schien sehr ungehalten zu sein, denn sie sprach zu Tjan Bolpin, »Wenn du solchen Unfug treibst und mich rufst, um mich zur Schau zu stellen, so werde ich dir den Ring wegnehmen.« Das tat sie auch wirklich und entfernte sich. Tjan Bolpin eilte ihr nach und wollte sie besänftigen, aber sie entschwand bald seinen Blicken. Er stieg nun langsam bergan, erreichte den Fuß des Sas des Allee und gedachte an der Wand hinaufzuklettern, wie er es das erste Mal getan hatte. Doch es wollte ihm nicht gelingen, und bei Anbruch der Nacht war er noch nicht über Baumeshöhe hinausgekommen. Er stieg ab und verbrachte die Nacht in einer Heuhütte, um am nächsten Morgen den Kletterversuch zu wiederholen. Aber was er auch tat und wie oft er auch von den verschiedenen Stellen die Felsen anging, es war ihm nicht mehr möglich, den Palast von Donna Kenina zu erreichen. Als Tjan Bolpin erkannt hatte, dass alle seine Bemühungen vergeblich seien, wanderte er in den Wäldern und auf den Hochweiden der Umgebung herum, stets von der Hoffnung beseelt, irgendein Wesen zu finden, das ihm sagen würde,
wie er zu Donna Kenina wieder zurückgelangen könnte. Bei Sturm und Nebel traf er eines Abends drei wilde Gestalten, die Feuergeister, die, wenn sie das Feuer schleudern, auf einem Zaubermantel durch die Luft fliegen. Es gelang ihm, den Zaubermantel zu stehlen. Er hing ihn sich um und schon ging es ein sausender Pfad durch die Luft. Überall konnte er mit dem Zaubermantel hinfliegen. Da er aber den Namen des Eispalastes der Donna Kenina nicht kannte, fand er den Weg dorthin nicht. 9 Monde waren vergangen und er hatte große Sehnsucht nach seiner Gemahlin. In dunklen Felsenklüften traf er eines Tages das kluge Völkchen der Morkys und sie zeigten ihm den Weg zu dem Sturmriesen, der im Frühjahr immer zum Palast der Donna Kenina flog, den man aber nur hoch oben in den schroffen Felsenwänden in tobendem Gewitter finden könne. Die Nacht brach herein. Das Gewitter war furchtbar. Es donnerte ringsum in den Felsen. Tian Bolpin ließ sich jedoch nicht abhalten. Schnell stieg er bergan und kletterte auf den Felsen, den die Morkys ihm genannt hatten. Überall tropf der Regen herab, der Sturm brauste und tiefe Dunkelheit umgab den Berg. So gelangte er an eine senkrechte Kante, um welche der Sturm brauste. Hier konnte er nicht mehr weiter. Viele Wolken trieben vorbei, verbargen den Mond und schleuderten Hagel gegen die Felsen. Erst bei grauendem Morgen wurde es besser. Es war hier die sogenannte Costa del Vent, das heißt Windecke, eine hochgelegene Stelle an der Stirnseite des Sas de Pardoi. Als Tian Bolpin weiterkletterte, geriet er bald in eine Geba, eine dichte Wolkenbank, die an der windgeschützten Seite der Felskante hing. Hier fand er mitten im Gelände eine hölzerne Tür, sehr groß und ungeschlacht, aus abgebrochenen Baumstämmen zusammengefügt. Nur mit äußerster Anstrengung vermochte Tian Bolpin, diese schwere Tür zu öffnen. Da sah er eine geräumige Höhle, und in der Höhle stand eine Riesin. Sie machte gerade Feuer auf dem Herd und blies hinein, dass die Funken stoben. Als Tian Bolpin so unvermutet eintrat, wandte sich die Riesin um, starrte ihn an und rief: »Was willst du hier, kleiner Mensch? Wenn mein Mann kommt und dich hier findet, so reißt er dich in Stücke.« »Wer ist denn dein Mann?« fragte Tian Bolpin. »Mein Mann ist der Sturmriese«, sagte das Weib. »Er hat heute die ganze Nacht schwer gearbeitet und wird gleich kommen.« Sie hatte kaum diese Worte gesprochen, da hörte man auch schon ein heftiges Brausen, das allmählich näher kam. »Schnell, schnell, verstecke dich«, rief die Frau. Tian Bolpin befolgte den Rat und stellte sich hinter den Holzstoß. Die Frau aber hing noch Tücher auf, um ihn ganz zu verbergen. Gleich darauf trat der Riese in die Höhle. Sogleich schaute er sich um und fragte argwöhnisch: »Da riecht es nach Menschenfleisch. War ein Mensch hier oder hast du einen versteckt?« Und weil die Frau nicht mit der Sprache herausrücken wollte, so fing er an, in der Höhle herumzusuchen. Als Tian Bolpin das bemerkte, sprang er heraus und stellte sich vor den Riesen hin. Dieser grinste ihn an. Tian Bolpin aber sprach: »Ich weiß, dass du der Sturmriese bist. Und weil auch ich gerne bei Hochgewitter, bei Schnee und Hagel draußen bin, so möchte ich als Gehilfe in deine Dienste treten.« Ob dieses Anbittens begann der Riese laut zu lachen. Dann sagte er geringschätzig: »Du willst in meine Dienste treten, du elendes Menschlein? So wisse denn, wer mit mir arbeiten will, der muss vor allem fliegen können.« »Ich fliege viel besser als ein Vogel«, erwiderte Tian Bolpin. »Wenn dem so ist«, versetzte der Riese, »werde ich dich gleich mitnehmen.
Die nächste Fahrt mache ich zum Palast von Donna Kenina. Als Jan Bolpin diese Worte hörte, gab es ihm einen Riss. Doch seine anfängliche Freude verwandelte sich schnell in Bestürzung, denn der Riese fügte hinzu: Zu dieser Fahrt kann ich jedoch meinen Gehilfen nicht mitnehmen. Warum nicht? Weil Donna Kenina mir ausdrücklich gesagt hat, dass sie Ruhe wünsche und so wenig als möglich fremde Leute in ihrem Palast sehen will. Herrn Bolpin fragte ihn, was das denn für Arbeit sei, die in dem Palast von Donna Kenina besorgt werden müsse. Dort gibt es viel Arbeit, entgegnete der Riese. Denn wenn ich dorthin komme, ist der ganze Palast voll Eis und Schnee. Ich aber muss dafür sorgen, dass alles auftaut, dass die Schmelzwässer abrinnen und dass der Palast wieder sauber und trocken wird. Der Riese meinte, nun wollten sie schlafen gehen, und er wies auch dem Gehilfen ein Plätzchen im Hintergrund der Höhle an, wo er sich ausruhen könne. Tian Bolpin legte sich nieder und schlief nach einiger Zeit ein. Als er erwachte, stand die Riesin mit einer Fackel vor ihm und flüsterte ihm zu. »Steh gleich auf und mach dich flugbereit! Mein Mann ist im Begriff, zu Donna Kenina zu fliegen. Häng dich an seine Ferse, da merkt er nichts und nimmt dich mit. Wenn ihr dann zurückkehrt, erzählst du mir, was du auf dieser Fahrt gesehen hast.« Tian Bolpin ließ sich das nicht zweimal sagen. Er sprang auf, hüllte sich in Tücher und schlich zur Tür, ohne von dem Riesen bemerkt zu werden. Als nun auch der Riese zur Tür kam, um die Fahrt anzutreten, hing sich Tian Bolpin an seine Ferse und flog mit. Es dauerte nur eine kurze Weile, da landeten sie auch schon auf dem Grasanger vor dem Palast von Donna Kenina. Der Riese ging alsbald durch eines der Tore hinein und Tian Bolpin folgte ihm vorsichtig nach. Der Palast war voll Schnee und in allen Räumen herrschte eine grimmige Kälte. Tian Bolpin bahnte sich mühsam einen Weg durch den Schnee und wanderte von Gemach zu Gemach, bis er endlich jenes erreichte, in welchem Donna Kenina schlief. Da verbarg er sich und wartete den Morgen ab. Nach einiger Zeit nahm die Kälte ab. Ein warmer Wind begann zu wehen. Er wuchs allmählich zum Sturm an und fegte so stark durch den ganzen Palast, dass überall der Schnee aufgewirbelt wurde und zu tauen begann. Es währte nicht lange, so sammelten sich Schmelzwässer, die allenthalben durch die Öffnungen in den Estrichen hinabstürzten und ein ungeheures Rauschen und Brausen verbreiteten. Der warme Wind aber wehte weiter, bis endlich der ganze Palast von dem Schnee gesäubert und in allen Räumen wieder trockengelegt war. Und siehe da, nun begannen auch in den silbernen Behältern die schönen Blumen zu sprießen und sich zu entfalten. Es war inzwischen Morgen geworden. Der Wind legte sich und alle Räume wurden so ruhig und angenehm, wie sie es immer gewesen waren, wenn Tian Bolpin am Morgen erwachte. Damals, in jener glücklichen Zeit, als er noch nicht auf den Gedanken gekommen war, der ihm jetzt unbegreiflich schien, auf den Gedanken nämlich, von Donna Kenina fortzugehen. So dachte Tian Bolpin. Dann fiel ihm ein, dass Donna Kenina nun bald erwachen müsste. Darum holte er einen von den silbernen Blumenbehältern herbei, stellte ihn vor ihr Bett und verbarg sich wieder. Plötzlich erwachte Donna Kenina, schaute sich um und gewahrte die Blumen, die vor ihrem Bett standen. Da sprach sie halblaut vor sich hin: »Wer mag mir nur diese Blumen hingestellt haben?« Es sind jene Blumen, die Tian Bolpin immer für die schönsten hielt. Merkwürdig, mir ist fast so zumute, als ob Tian Bolpin in der Nähe wäre. Armer Tian Bolpin, wie mag es ihm wohl ergehen? Hart habe ich ihn behandelt,
und er hatte mir doch nur ein einziges Mal etwas angestellt. Eigentlich war es nicht einmal arg. Die Männer sind ja doch alle mehr oder weniger schlimm. Das geht nicht so weiter. Ich muss Tjan Bolpin wiederholen lassen. Allein vermag er den Weg hierher auf keinen Fall zu finden. Als Tjan Bolpin diese Worte vernommen hatte, sprang er aus seinem Versteck hervor, eilte zu Donna Kenina hin und rief, da bin ich, Geliebte, und den Weg zu dir habe ich allein gefunden. Sie aber nahm ihn freudig auf, und es war alles wieder gut.